Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Wir sind alarmiert worden heute Nachmittag so um kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Dieburger Straße in Höhe der Teichstraße in Herford-Eickum. Als wir eingetroffen waren, war die Polizei schon vor Ort und auch einige Ersthelfer, die hier vor Ort waren. In dem Pkw war eine männliche Person nicht ansprechbar und eingeklemmt, wurde vorgefunden. Alarmiert wurden zu dem Einsatz die hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Diebrock. Beim Eintreffen der hauptamtlichen Wache wurde dann zusammen mit dem Rettungsdienst die Erstversorgung des Patienten vorgenommen, zusammen mit dem Notarzt. Und es wurde dann die technische Rettung eingeleitet. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde dann zusätzlich der Rettungshubschrauber Christoph 13 aus Bielefeld alarmiert, um halt den Weitertransport in eine Spezialklinik dementsprechend sicherzustellen. Nach gut 15 Minuten, 20 Minuten hatten wir die Person, die massiv im Fußbereich auch eingeklemmt war, befreit und konnte dann jetzt durch den Rettungsdienst versorgt werden. Das ist so der aktuelle Stand, den wir jetzt zurzeit haben. Ich denke, jeder, der vielleicht schon mal in einer Situation war, dass er nicht, dass er einen Unfall gehabt hat und dann jemand angehalten hat und geholfen hat. Es muss nicht immer ein schwerer Unfall sein. Es ist froh, wenn jemand da ist, der einem zur Seite steht. Also da ist nicht nur sind nicht wir nur als Feuerwehr dankbar. Ich denke mal, vor allen Dingen die Personen, die dann betroffen sind, sind sehr dankbar. Und ganz davon ab, dass es eigentlich die Pflicht eines jeden sein sollte. Aber es ist einfach natürlich für eine Person, die verletzt ist und sich nicht selber befreien kann, ist es ganz, ganz wichtig, dass jemand da ist, der erstmal auch nur zuspricht, jemandem gut zuredet, einfach zu wissen, dass jemand da ist, dass man nicht allein ist, das ist schon enorm wichtig.